Ja. Also ich weiß nicht genau, was es ist, aber wir sind hier gerade beim Aufräumen und da findet man so manches Zeug. Das, also das ist meine Droge. Weißer Staub? Ja, das war doch noch von Speyer, der vom AV. Ach so, ach, für die Hände ist das. Ich glaube, ja, schon. Ja, wir sind jetzt gerade am Aufräumen, weil am Samstag, also heute, gleich kommen die Jungs und wollen hier alles einladen, aber sicher, wie es hier aussieht. Guck ich mal um. Ja. Sieht das eigentlich immer so aus? Was heißt denn hier bei uns? Das ist deine Seite, das ist meine Seite. Die ist aufgeräumt, das meine ich. Zeig mir mal, wo deine Seite aufgeräumt ist. Komm, wir gehen mal gucken. Wo du guck doch, da ist aufgeräumt. Ja, okay. Kiste rum und was steht da rum? Da ist er aufgeräumt, guck. Ja. Ne, ich meine bei euch, bei dir und beim Philipp. Ihr rahmt in letzter Zeit gar nicht mehr auf, wisst ihr das? Ja, das stimmt. Wir sind auch ein bisschen durch den Wind. Wegen heute Abend auch. Wir haben lange dafür geübt und hoffen jetzt halt, dass. Wir haben nicht geübt, aber wir haben lange dafür drauf gedacht, zumindest an heute Abend, wie es wohl so wird. Und jetzt sind wir halt alle ganz schön aufgeregt. Und deswegen haben wir alles andere ein bisschen schleifen lassen. Ich gebe es zu. Aber ich gleich sehe, wenn die Jungs kommen, dann macht sich jeder mit Feuereifer dran. Dann wird ein bisschen noch alles noch gewienert, dann wird alles eingepackt und dann sind wir schon Richtung Herzen. Das ist doch, was ich mich letztes Mal gefragt habe. Gerade die letzte Woche, wo ich das Video geschnitten habe, wo du nicht drauf warst letzte Woche. Weil du wieder, Fortbildung oder Durchfall gehabt hast. Ja, mach ich dann. Habe ich mich gefragt, wie lange ist denn jetzt eigentlich deine Probezeit noch? Oder bist du jetzt eigentlich noch Praktikant? Du bist ja jetzt nie mehr, du bist ja jetzt Mitte drin. Das heißt, was heißt denn hier Mitte drin? Mitte drin heißt, es ist schon Halbzeit. Dass der Philipp noch dir kommen ist. Und der Alex. Der Alex. Der ist jetzt auch noch mehr da. Das heißt, also eigentlich ist es gar keine Notwendigkeit mehr, dass ich der Neue bin. Nee. Und der Praktikant bin. Ich sag das ja schon die ganze Zeit, aber das muss ich von meinem Doktorvater fragen, der Harry. Also. Der Harry hat da den Daumen ein bisschen drauf. Und das, ich habe so, ich will es jetzt nicht unterstellen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der immer wenn es so gerade ein bisschen. Nee, das nicht. Ja, aber immer wenn es gerade so aussieht, als wäre es so. Wäre es so kurz vorm Durchbruch. Dann kriegt er den Rappel und dann habe ich wieder 2 Jahre drauf. Ja, es ist halt dann so leicht, dann einer so irgendwie zu disse oder halt dann die Anerkennung mehr zu geben, wenn man weiß, wenn der geht, ne, dann ist das ganze Equipment fort. Was ich meine, jetzt mal ehrlich, ich könnte gehen, aber was macht dann ohne mein Bassanlag? Hi, Baby. Was macht dann ohne die dicke Bertha? Ha? Geht gar nichts. Ja. Aber weißt du das? Das hat nicht jeder. Dass man so lange geduldet ist. Nee, dass man auf die Bühne, dass man nur zum Spielen kommen muss. Ja, das stimmt eigentlich. Und naja, gut, und vorher zum Einladen. Und zum Ausladen. Und zum Schlagzeugputzen. Und zum Gitarre-Seite neu aufziehen. Aber schon, hey, ja klar. Hab ich's geschafft, würde ich sagen. Also, geiler Job. Wasser von Feinripp. Wasser geht's nicht. Oh, Feinripp. www.palzrock.de